Tequila bath. Lung about a side of. Herzlich willkommen in unserem Bad. Sind wir froh, dass es endlich soweit ist? Und der Wettergott ist uns gnädig. Der Wettergott mag halt Schwimmbadretterinnen. Allen voran Bianca Lanzinger. Die Wiedereröffnung war ihre Idee. Ein Freibad pur, ohne Heizung. Es ist total angenehm. Für jemanden, der es sehr frisch mag. Ein Blick zurück. 2019 wurde das Bad geschlossen, nachdem es arg in die Jahre gekommen war. Bürgermeister Christian Hirtreiter machte einen Deal mit den Schwimmbadrettern. Wenn die den Badebetrieb regeln, dann renoviert die Gemeinde Straßkirchen das gute alte Freibad. Ich bin natürlich selber als Straßkirchener Gewächs und Schwimmen ist ja ganz, ganz wichtig. Aber natürlich auch die Gemeinschaft und der Zusammenhalt in der Gemeinde ist wesentlich von diesen Freibädern abhängig. Das Freibad als Dorftreffpunkt. Warte mal ein wenig. Verehrte Anwesende, wir stoßen auf das Freibad Schambach und auf die Unterstützer und das Rettungsschwimmerteam an. Ein Dreimal hoch! 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 Das Freibad ist eröffnet. Auf die Plätze. Fertig. Los! Der erste Sprung gebührt den Schwimmbadrettern. Und die sind gleichzeitig auch richtig ordentlich ausgebildete Rettungsschwimmer. Das ist Vorschrift. Wo über 50 Jahre Generationen von Schambacher Kindern schwimmen gelernt haben, ist wieder Betrieb. Und das ist den Schwimmbadrettern wunderbar vertraut. Ich bin als kleines Kind schon hergebracht worden von meiner Mama, weil die aufs Feld müssen hat. Da hat sie keine Zeit für uns gehabt. Und dann hat sie uns bei der Gerda abgeliefert und hat gesagt, pass auf die Nacht hol ich's wieder. Und dann bin ich halt den ganzen Tag umeinander geturnt. Damit die Leute die Badeaufsicht auch erkennen, gibt's selbstdesignte Bapperl und Buttons. Wir haben eigentlich eine Dienstkleidung geplant, die ist nicht mehr rechtzeitig gekommen. Das ist die Alternative. Aber jetzt die erste Schicht. Jetzt, was Partner aufgemacht hat, wunderbar. Haben wir lange dafür gearbeitet. Das erste Training war im Dezember. Dezember bis April haben wir trainiert und haben wir das alles gerissen. Ja. 5 Monate haben sie jede Woche im Schulbad von Hunderdorf erst für das bronzene, dann für das silberne Rettungsschwimmerabzeichen trainiert. Da geht's zur Sache mit fit sein, viel wissen und üben, üben, üben. Wer tut sich denn sowas an? Wie kam Bianca Lanzinger an die Leute ran? Irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt, ich greife das jetzt an. Es ist mir jetzt egal, ob irgendjemand zirbt oder nicht. Ihr eröffnet jetzt eine Facebook-Gruppe und lädt Leute ein und schau, wer dabei ist. Und so ist das ins Rollen gekommen, ja. Und Bianca hat ihn ins Boot geholt. Peter Wutz von der Wasserwacht Parkstetten ist der Ausbilder. Aber sowas hat er auch noch nie gehabt. So viele auf einen Haufen ist selten. Und da waren wir ja dann zwischendurch 21 Personen. Und das ist dann schon happig. Er hatte Schützenhilfe. Karl Miedaner war Co-Schwimmlehrer. Und Bianca war auch immer dabei. Und keiner der Badeaufsicht-Anwärter hat aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Sie sind sowas von fit geworden. Es braucht nämlich schon Kraft und Know-how. Wie bei dieser Aktion. Und was haben wir gelernt? Dahinter bleiben, Bianca. Dass der nicht seitlich runterfällt. Jawohl, so ist es richtig. Wenn jemand im Wasser ist, ist er viel leichter. Aber sobald du den hochziehst, hat er ein brutales Gewicht. Und wenn du da nicht die richtige Technik hast, ziehst du den nicht raus. Hallo. Das erinnert an den Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein. Ist aber auch ganz wichtig. Im Ernstfall muss jeder Griff wie im Schlaf sitzen. Vielleicht jemanden bitten, dass er jemanden Notruf. Können Sie den Notruf bitte anrufen? Die 112. Erledigt. Ich starte die Wiederbelebung. Es ist fast wie ein Sinnbild. All die Leute aus der Gemeinde Straßkirchen haben unermüdlich ihr Ziel verfolgt. Am Ende haben sie es geschafft und den Patienten das Freibad in Schambach wiederbelebt. Ja, die sind super. Die haben das alle gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Die haben das alles super gemacht. Ja, toll. Ganz toll.
Manchmal muss man eben kämpfen, auch bei der Lebensrettung. Da wird dann der ein oder andere Selbstverteidigungsgriff angewendet. Also ganz langsam jetzt. Greifer, genau. Drüber. Ellbogen wird hochgedrückt. Die Hand nach unten und den Arm umdrehen, genau. Und dann gehen wir ans Kinn, genau. Und wird abgeschleppt. So war es richtig, jawohl. Man kann in die Lage kommen, wenn man eine Rettung durchführt, dass man angegriffen wird von dem Verunglückten und dass der so fest zugreift, dass man sie befreien muss. Auf dem Trockenen ist das ja gut und schön, aber im Wasser? Auch da lautet die Devise wieder, Übung macht den Meister. Sie sind in Sachen Lebensrettung mittlerweile mit allen Wassern gewaschen. Auch Melanie Hilmer. Sie hat ihre ganz eigene Geschichte. Als Vierjährige ist sie vom Nichtschwimmerbereich ins tiefe Wasser gekommen und fast ertrunken. Ein Erlebnis, das sie geprägt hat. Mein Kind zwingt jetzt dazu, dann, dass er einen Schwimmkurs macht. Aber ich traue mich nicht vom Beckenrand zum Einspringen und nicht zum Tauchen. Das kann nicht sein. Also mein Kind da dazu animieren möchte und ihm traue mich selber nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es. Weil wenn man es nicht probiert hat, weiß man nicht, ob man es schafft. Und jetzt möchte sie, nach dem Bronzenen, das silberne Rettungsschwimmerabzeichen schaffen. Ihre letzte Prüfung steht an. Die Melanie muss jetzt nur die 25 Meter Streckentauchen machen. Und da kann sie einen Steilsprung durchführen. Und sie wird dann das ganze Becken vortauchen und muss nur mehr Wände durchführen und muss dann die 25 Meter zu Ende tauchen. Genau. All das, wovor es Melanie Jahrzehnte so dermaßen gegraust hat, in einer Prüfung. Und fertig, super! Was für Geschichten kann das Schambacher Freibad erzählen? Geschichten von Freundschaft, von feierlichen Einweihungen, von einer Dorfgemeinschaft mit Ratschen und Lachen. Vom ersten Wasserplanschen und einer Riege von Leuten, die das am Leben halten werden. Also, wenn du nicht trainierst, bist du nicht fit. Und wenn du nicht fit bist, kannst du auch kein Menschenleben nicht retten. Weil dann brauche ich einfach sauber zu lang und das funktioniert nicht. Das Training bleibt, aber es macht ja nach wie vor immer noch wahnsinnig viel Spaß. Also von dem her ist alles gut. Der Sommer in Schambach wird auf alle Fälle eine Wucht.